Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Fallen Order. So, ich habe es herausgefunden. Nach etlichen Stunden des mich Umschauens habe ich endlich herausgefunden, wie wir weiterkommen. Und es ist, wenn man es weiß, ist es so simpel. Ach, ey. Die ganze Zeit sind wir hier rumgeeiert auf der Suche. Und ich habe jetzt nochmal neu gestartet, weil ich keine Stims und kaum noch Leben hatte. Aber das soll uns nicht stören. Denn ich habe das Rätsels Lösung. Ja, habe ich vergessen. Ja, klappt schon besser. So, jetzt müssen wir noch darüber den komischen Esel erledigen. So. Ach ja, man sollte einfach mal gucken, sich in so Räumen umschauen und einen Schalter auch drücken, wenn er da ist. Und dieser schaltet den Magnet ein. Zieht den Block wieder ran, der war vorher ganz am Anfang. Das war ganz am Anfang. Also man muss ja bedenken, ich nehme das hier in verschiedenen Aufnahmesessions auf. Und das ist für mich länger her als für euch. Deswegen habe ich das einfach nicht mehr dran gedacht. Jetzt nehmen wir uns die Kugel, schleudern die da rein. Brauchen sie also hier nicht mehr runter tun. Können jetzt einfach darüber gehen. Uns die Kugel wieder nehmen. Man richtig zielt. Dann klappt das auch. Oh, rollst du von alleine rein? Na, komm. Ah, diese Kugel hat Zeit. Definitiv. Sie hat lange Zeit. Ja, sie braucht sich nicht abhetzen. Und sie rollt nicht rein. Ja, gut. Nein. Nein. Hier ist es. Endlich habe ich ein vollständig intaktes Abbild dieses heiligen Sepho-Artefakts gefunden. Mein Freund, sieh her. Das ist Mictol am Gewölbe auf Bogano. Du siehst ein Objekt in seiner Hand. Nach diesem Bild glaube ich, dass ein Machtnutzer mit dem Objekt die Geheimnisse des Gewölbes wahrnehmen kann. Es ist Schlüssel und Wegweiser. Das Sepho-Astrium. Aber wer würde Bilder davon zerstören und wieso? Ich muss weiterforschen. Damit ist unser nächster Schritt klar. Ein Astrium finden, falls noch eines existiert. Ein Astrium. Schon mal gehört? Ich auch nicht. Aber ein Schlüssel. Ja, das verstehe ich. Jetzt wissen wir, was wir finden müssen. Ein Schlüssel. Sehr gut. Okay, sind wir jetzt wieder oben? Ja, okay, wir sind wieder oben scheinbar. Ah, guck mal hier. Schöne Belohnungskiste, die Glut. Willst du mal reinsehen? Oh, du hast was gefunden. Poncho! Was haben wir denn da? Nur so hässlich wie alle anderen Ponchos. Entschuldigung.
So, hier können wir auch endlich mal wieder rasten, glaube ich. Wir hätten ja echt schon jetzt letzte Folge hier sein können, hier oben, ne? Das ist, ja, aber manchmal sieht man halt die Nadel vor lauter, oder wie auch immer. Man sieht es einfach nicht. Sehr gut, Wald vor lauter Bäumen. Der Weg ist frei. Wovon redest du? Ich brauchte dieses Grab. Ich hab, was ich wollte. Und du bist nutzlos für mich. Kannst du es rückgängig machen? Danke. Hoffentlich hält die neue Verschlüsselung sie draußen. Oh. So, hier haben wir eine Werkbank. Eine Suchdroiden-Steuereinheit. Wie ist das, andere Droiden zu hacken? Ja, ich find's auch komisch, andere Leute zu hacken. Für die gute Sache, richtig? Hacker Suchdroiden. BD kann beschädigte imperiale Suchdroiden kontrollieren. Geil. Und nochmal Lichtschwert gucken. Was wir da nochmal haben. Immer noch dieselben Farben. Finde ich so dezent, aber eigentlich ganz gut, ne? Obwohl, so geht auch, ne? Ja. Was haben wir denn hier an Schaltern? Sieht auch geil aus mit dem Schwarz. Ja komm, nehmen wir mal Pflicht und Entschlossen. Pflicht und Entschlossen 2. Nö, da gefällt mir das Schwarz am besten. Schwarz-Matt ist gut. Jawohl. Aber man hört doch auch hier schon wieder Subtoiden. Was ist jetzt eigentlich unser Ziel? Wo kann ich unser Ziel doch mal nachgucken? Ach, guck mal hier, wir haben 70% vom Planeten erkundet und haben erst eine Truhe gefunden. Hier geradeaus war noch ein Aufzug, da war noch was. Hier ist aber noch einiges zu machen und zu finden, ne? Da unten auf der untersten Ebene sind noch Seile. Schauen wir mal. Sollten die Menschen anfunken. Thriller weiß wahrscheinlich, wo sie ist. Funktioniert der Funk? Ich höre sie nicht. Etwas stimmt nicht. Wir müssen zurück. Kehre zum Mantis zurück. Niemand hier. Glaubst du, das ist eine Falle? Wir sind schon in viele davon reingelaufen. Moment. Hörst du das? Ah, es sieht nach Falle aus. Es sieht ganz klar nach Falle aus. Wenn ich mit diesem Fahrstuhl nach unten fahre, komme ich dann wieder hoch? Lass mal eben hier unten gucken. Ich würde sagen, ja, da ist so ein Steuerpult, ne? Aber hier scheint es ja noch weiter zu gehen, wo ich jetzt noch nicht lang kommen konnte. Jetzt kann ich da lang. Ich würde da, glaube ich, gerne mal gucken gehen. Wir gehen aber erstmal hier. Ich weiß nicht, ob wir wieder reinkommen. Wir gehen erstmal raus. Ich schätze mal, wir sind hier falsch. Jetzt, wo das Projekt aufgesetzt ist, meinst du, dass man uns versetzt? Könnte oder so laufen. Hoffentlich hätten wir nicht auf einem anderen abgesetzt.
abgelegenen Felsbrocken. Vielleicht muss ich mit dem Fahrstuhl runter. Schauen wir mal. Abkürzung freigeschaltet, okay. Ist das jetzt eine Abkürzung, die ohne Wiederkehr, oder ist das eine Abkürzung, die ich in beide Richtungen nutzen kann? Das wäre natürlich sehr interessant zu wissen. Wir haben das ja auch schon anders erlebt mit deren Abkürzungen hier. Aber da unten so ein Schalttableau war, gehe ich davon aus, wird es in beide Richtungen funktionieren. Wahrscheinlich von da, ne? Von der Seite aus. Gemerkt, wer hier nicht wegen gewachsen ist. War das hier? Ja, es war hier. Da drüben waren wir noch nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Hier ist doch... Hat hier nicht der Kampf gegen Trill oder Trish oder so stattgefunden? Trish war es, glaube ich. Ja, das hat sich doch schon gelohnt. Ein neues Stim. Endlich mal wieder ein neues Stim. Fial. Ist jetzt halt die Frage, muss ich da jetzt lang? Theoretisch ist hier nichts, ne? Hier unten auf den Ebenen. Nee, theoretisch würde ich sagen, ist da nichts. Dann würde ich eher noch mal, wenn es geht, zurückgehen. Schon, ne? Ja, sieht so aus. Scheint doch nichts zu sein, ne? Nö, okay, dann war ich hier schon. Alles gut. Ja, jawohl.
Übrigens mal genau. Jedi ist oben. Roboter, die ist oben. Okay, hier war auch nichts mehr. Da hinten war eine geschlossene Tür. Ne, das war das. Die habe ich gerade zugemacht. War vielleicht nicht so schlau, die zuzumachen. Egal. So, wir fahren jetzt wieder hoch. Wenn wir jetzt aus dem Aufzug auskommen, geradeaus, ist noch so eine Brücke, die wir ablassen können irgendwie. Okay. Dieser Jedi ist nur ein Überfall aus den Klonkriegen. Man wird sich um ihn kümmern. Wenn er so lange überlebt hat, muss er ziemlich. Ich werde ihn aushalten. Haben Sie mich gesehen? Das wissen wir auch nicht. Oh. Das ist jetzt nur für die Kiste gewesen. Hey, BD, hier dran. Okay, BD, was ist es? Neues Lichtschwertmaterial. Aurodium, geil. Tschüss, ihr zwei. So, mal eben schauen. Da habe ich jetzt auch alles, ne? Jetzt haben wir hier noch einen Fahrstuhl, der runtergeht. Theoretisch, ich weiß es nicht, ob ich da runter muss. Aber da geht es noch irgendwo lang, ne? Da ist noch ein Seil. Ich kann hier wieder hoch, oder? Ja, ich kann hier wieder hoch. Na ja, komm. Hey. Hey. Hallo. Hilf mir bitte. Und letztes Mal war der einfacher. Ach, guck mal hier, genau hier. Ein imperialer Offizier hat ihr ein Relikt versteckt. Sie wollte dadurch die Gunst des Imperators erlangen. Aber ihre Täuschung machte sie leichtsinnig. Ja. Hier ist jetzt so ein Ding, so ein Kasten, aber es führt doch nirgendwo hin, oder? Puh. Ehrlich, ein bisschen überfragt gerade, ne? Ich glaube nicht, dass es hier weitergeht. Ich muss hier lang.
Dann wahrscheinlich mit dem Aufzug jetzt da vorne runterfahren. Okay, das erzählen wir niemandem. Ich muss kurz gucken, mich orientieren. Hier ist was zum Retzen. Ja komm, wir bleiben mal, wir setzen uns mal hier hin. Nicht, dass wir wieder sterben und am Arsch der Welt wieder spawnen dürfen, ne? Außerdem können wir, ja genau, wir können Fähigkeitenpunkt vergeben. Auch nicht schlecht. So, gucken wir mal, was haben wir denn hier? Füllt deine Machtanzeige mit auf. Maximale Macht erhöht. Gehst du denn da hin? Aha. Drei! Uiuiui. Maximale Macht. Da sind auch zwei, drei nötig. Ich brauche überall zwei oder drei, ne? Hier auch. Ja, okay, dann können wir mit dem einen Punkt nichts anfangen. Schade. Dann tun wir nochmal eben schnell rasten. Denn wer rastet, der rostet, ne? Und dann geht's weiter. Okay. Wenn ich jetzt da hochgehe, komme ich doch wieder auf den Hangar drauf, wo ich eben runtergefahren bin, oder? Ja. Ist falsch gelaufen. Die anderen haben einfach nichts bemerkt. Jetzt mal kurz gucken, wo wir sind. Wir müssen jetzt hier gerade durch, oder? Was ist denn die Mantis? Da ist die Mantis. Da unter mir ist ja dieser Fahrstuhl. Das ist aber im Eis der, ne? Konnte ich mit dem auch wieder hochfahren? Und wie kam ich jetzt nochmal da runter? Das ist die Frage. War nur eine Truhe drin. Einfach schon wieder viel zu lange her. Da lang nicht, ne?
Theoretisch. Ne, der Fahrstuhl geht nach oben. Ich muss nach unten. Da hoch, oder? Nee. Kann ich von diesen Dingern nicht auch schnell reisen? Nee, sieht nicht so. Oder kann ich das auf der eigentlichen Map? Nee, ne? Nee. Ich bin gerade etwas überfragt. Gidi, hier! Ich krieg dich! Hey. Ich glaube aber nicht, dass hier noch irgendwie was anderes ist jetzt. Schauen, wie kam ich hier runter? Da sind die Aufzüge hier, ne? Da so. Ja, von der Mantis aus komme ich darüber, ne? Aber wie komme ich hier hin? So. Ich blick's nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich hier wieder zurückkomme. Den jetzt hoch. Hier durch, ja, pass auf, dann rechts vorbei. Probieren wir es einfach mal. Es kann nicht schlimmer werden. Ja, ich weiß nicht, ob wir hier von hier aus rüberkommen. Aber theoretisch schon, doch klar, ja. Ja, bin ich darüber? Ja. Ich denke schon. Ja. Weiß leuchtet, ich hab's schon. Ich weiß. Ja, hier, genau. Ich hasse es zwar wieder mit dem Eisfahren hier, aber das schaffen wir schon. Ja.
Oh, was ist denn das? Hey. Na, das wird ein Kinderspiel. Aber man muss vorsichtig sein. Oh. Du machst mir keine Sorgen. Ah, nein, hallo, hey, ich, da. Was? Ich hätte dich doch fast besiegt. Das war wahrscheinlich gar nicht gewollt, dass ich den besiege. Du musst mich nur einmal treffen. Oh, oh nein, bitte. ED1? Hey Kumpel, wo steckst du? BD? Ich muss einen Weg hier rausfinden, wo immer hier ist. Dass ich an diese Passage nicht wirklich erinnern. Die Luft ist kalt, verbraucht. Wahrscheinlich tief unter der Erde. Mein Lichtschwert ist weg. Sind die Dinger tot, oder? Greifen die mich extra nicht an? Krass, die werden hier gefangen gehalten, oder? Hier ist so ein Esel. Jeder Spezies 2. Ist das die Asche Noah hier? Mit Ratten. Da kann ich auch irgendwie durch. Krass, mit dieser Wendung hatte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Ich
glaube, ich werde beobachtet. Kommst du da drauf? Die sind tot. Manche von denen. Oh, es ist stockdunkel hier. Ah, guck mal, was ist das denn? Eine Schnecke. Hey, ist da drin jemand? Halt zu, Madanago! Brauchst du Hilfe? Hoba, Sortomo Kili Uba, Schapudel. Was? Sok Tomo? Stuta Karkina Tonta! Tonta! Okay. Ich glaube, dir geht's gut. Hetschuta! Das glaube ich auch. Okay. Was sind das denn für Dinger? Was ist mit ihnen geschehen? Okay, ja, du bleibst besser da drin, mein Freund. Ja, ja, ist okay. Ja, wie es hier weitergeht, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Ihr dürft auch gerne das Video kommentieren und abonniert auf jeden Fall den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr immer seht, wenn ein neues Video online geht. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Tschüss.